Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zurück bei Let's Play FIFA 15 Karriere. In Folge 40 inzwischen schon. Und wir sehen hier den Mann der des Monats. Das ist der Mann von Hannover 96, Germain. Und die Akteure der Woche sind Kevin Trapp, Abdul Baman Baba von Augsburg. Ragnar Klavan von Augsburg ebenfalls, Naldo von Wolfsburg, Paul Verhaag vom FC Augsburg ebenfalls, also der FCA sehr stark vertreten, Mats Mordeli von Freiburg, Kevin De Bruyne von Wolfsburg, Marco Höger von Schalke, Robin von uns, Valerie Germain von Hannover 96 und Ciro Immobile von Dortmund. Aber nun vollste Konzentration natürlich auf Leverkusen. Für uns geht es hier um vieles. Wir müssen rein theoretisch nur ein Unentschieden holen. Also das sollte eigentlich nicht so schwer sein. Aber man weiß nie, was passiert. Boateng rein, Dante raus. Alonso will keine spielen lassen. Ist leider nicht fit, dafür Rode also. Ribéry wieder rein, Müller, der hat ein starkes Spiel gemacht. Und sonst passen die Jungs. Ich würde gerne diesen Alonso spielen lassen. Aber... Na gut, das ist Alonso. Älterer Mann. Nee, wir lassen das. Ansonsten passt alles. Ansgar von Hauenstein, der Schiedsrichter in der heutigen Partie. Leute, das wird nicht einfach, glaubt mir. Das wird nicht einfach. Wir sind stark unter Druck. Leverkusen muss gewinnen. Die müssen alles nach vorne bringen, um noch Meister zu werden. Für die geht es hier noch richtig um was. Lewandowski, schön gemacht. Oh, mit dem Kopf. Lewandowski, schade. Egal, los geht's. In der Bayer Arena. Leverkusen gegen München oder auch Bayer. Gegen Bayern. Anstoß für Leverkusen. Lasset die Spiele beginnen. Das wahrscheinlich finale Spiel der Saison. Das wichtigste Spiel für uns jetzt gerade. Und wenn wir hier bestehen, ist es geschafft. Dann haben wir unser Ziel erreicht. Dann haben wir die Meisterschaft. Aber Leverkusen wird es uns nicht einfach machen. Mit Kießling, der top drauf ist. Boateng, super dazwischen gegangen. Neuer Abwurf, Ribéry, Konterchance jetzt. Könnte es mal schnell machen. Son passt aber auf, gut gemacht von ihm, muss man sagen. Respekt dafür. Müller, Lewandowski, Lewandowski, Toprak wird gefoult, dann noch. Gibt Freistoß natürlich. Und die gelbe Karte für Thomas Müller, der muss sich jetzt ein bisschen zurückhalten. Sechste Minute erst und schon die erste gelbe Karte. Das ist jetzt von Papadopoulos, der den Ball nach vorne bringt. Das ist Rode, der da nicht rankommt. Aber Bartstuber, dieser Holger Bartstuber, der will nochmal zeigen, was er kann. Vielleicht hätten wir früher auf ihn setzen sollen wieder. Götze, super gemacht. Das ist Rode, Ball auf Robin. Robin, Arjen Robin mit der Flanke. Beschissene Flanke, wenn ich das mal so sagen darf. Jetzt hören wir mit Götze erst. Götze ist ja schon. Kießling. Tanzt da alle aus. Das Boateng liegen. Lahm, Badstuber. Das war schlecht gemacht. Lala. Stefan Kießling. Gut reingelegt in den Ball. Aber ganz knapp vorbei das Ding. Glück für uns, dass wir hier nicht hinten liegen. Aber wir müssen nach vorne denken, so wie es Robert Lewandowski tut. Gibt Freistoß für uns, gibt Freistoß. Ball, Arjen, Robben. Wir brauchen mal einen Rechtsfuß. Franck, Ribéry. Ribéry abgefälscht. War nicht so gut. Vielleicht hätten wir uns doch mit Robben versuchen sollen. Egal. Eckball, Lahm und Lewandowski kommt nicht ran, Ribéry. Nein. Bartstuber setzt sich ein gegen Kießling, super. Das ist Rode, Götze.
Oh, Robin, warum denn dahin? Ich hab zweimal, ich wollte zweimal nach oben zu Flimmlarm. Beide Male hat es nicht geklappt. Vorsichtig, Böhmisch. Castro. Gut gemacht, gut rausgespielt, gut geklärt. Und der Angriffsversuch über Robin Böhnisch, passt auf. Gonzalo Castro wieder, der ist gefährlich. Wechsel nach der Saison ja wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ist es inzwischen schon fix? Dass er, doch, ich glaube, es ist fix, dass er zu Dortmund wechselt. Götze. Müller. Super gespielt. Das ist Götze. Geht vorbei an Sebastian Böhnisch. Und Toprak. Macht das easy. Bender. Angriffsversuch. Jetzt kommt Kießling. Das ist Jungmin Son. Nochmal zurück. Das ist Hilbert. Super Ball über die Abwehr. Son mit der Flanke. Boateng. Lahm. Aber Leverkusen will sich jetzt festsetzen. Son. Aufgelegt für Bender. Abstoß. Neuer Schuss. Zu ungefährlich. Lahm. War nicht möglich. Einfach mal gemacht. Götze. Zurückgelegt. Super gespielt. Das ist jetzt gut. Das ist Thomas Müller. Müller. Zu einfach. Ribéry mit der Flanke. Das ist gefährlich. Eckball. Ausgeführt von Philipp Lahm. Da steht Boateng bereit. Ball in der in die Mitte. Götze, komm nicht ran. Ball noch wieder rausgeklärt. Rode. Das ist Robben. Das ist Arjen Robben. Einmal mal so halb aus dem Stand. Ballannahme. Aufgelegt für sich selbst. Und dann der Schuss. Gar nicht so verkehrt. Mal ein Ausrufezeichen auch von unserer Seite gesetzt. Dennoch. Kein Ertrag, aber damit kennen wir uns ja schon seit der letzten Partie aus. Aber Ribéry vielleicht. Vielleicht bringt der mal ein bisschen Stimmung. Gibt einen nur für uns. Ribéry. Müller, wieder Ribéry. Wieder Ribéry. Muss flanken. Hilbert dazwischen. Super aufgepasst von dem. Vom Ex-Stuttgarter. Flanke. Gute Flanke. Götze allerdings zu klein, nicht das größte Kopfballungeheuer. Ah, Boateng grätscht da vorbei. Das wird gefährlich, das ist Reinhardt. Immer noch Reinhardt. Tanzt da alle aus. Muss Freistoß geben, gibt Freistoß. Ja. Hakan Çalhanoğlu. Bringt ihn in die Mitte. An allen vorbei. Abstoß wieder mal Manuel Neuer. Von nach außen, das ist Lahm. Oh. Freistoß für Leverkusen. Natürlich, für wen auch sonst. Warum sollten wir den Freistoß bekommen? Bender mit dem Ball in die Mitte. Es wird gefährlich, denn der rutscht einmal durch. Son kommt ja nicht mehr. Ball zu lang. Abschluss neuer. Jungs, da geht's lang. Ball muss nach vorne. Götze. Son will da an den Ball. Robin hat den, aber vertändelt den gegen besagten Son. Böhnisch jetzt. Götze. Ja. Wieder nix. Bender. Zurück. Böhnisch, Götze. Viel Einsatz, viel Kampfgeist, aber zu wenig Ertrag mal wieder. Ball zu selten in unseren Reihen. Robin aufgelegt. Der Ball wird gefährlich, wurde gefährlich. Eckball. Die sind immer gefährlich. Stefan Kießling ist Kopfball. Abnehmer Nummer 1, aber
bekommt ihn. Lewandowski jetzt und Boateng. Dieser Pass von Lewandowski ist unterirdisch. Katastrophal. Keine Chance für ihn. Jetzt Castro. Castro, das ist Kießling. Das ist Kießling. Riesenchancen für den Mann von Leverkusen, für den Stürmer, der schon so viele Tore in dieser Saison erzielt hat bei uns. Unfassbar, das hätte die Führung sein müssen. Leverkusen führt jetzt nicht, steht 0-0. Aktuell sind wir deutscher Meister. Die anderen Plätze interessieren uns hier nicht aktuell. Es geht nur um uns und Leverkusen. Arjen Robben, gut nach unten gelegt. Das ist Philipp Lahm. Philipp, ach, dieser Pass. So kurz, viel zu kurz. Ich will einfach nur, ich kann alle haben, aber nicht den, den ich möchte. Philipp Lahm, der stand am dichtesten zum Ball. Jetzt nochmal die Chance. Müller bekommt da den Ball. Irgendwie haben wir es dann doch geschafft. Ribéry über links außen, über seine Seite. Ribéry mit der Flanke, Ball zu kurz. Lewandowski. Lewandowski. Lewandowski flach, ganz knapp vorbei. Ganz flach zieht er den ab. Aber wieder kein Tor für uns. Leverkusen braucht nur ein Tor und muss das halten, dann besteht Hoffnung auf die deutsche Meisterschaft wieder. Das ist Müller, das ist Rode und Götze. Mario Götze, der zieht euch alle durch. Götze muss flanken. Ah, wieder nichts, wieder kein Tor, wieder keine Chance dabei rausgekommen. Jetzt der Superpass von Reinhardt auf Kießling. Bartstuber ist da. Neuer. Bleibt ruhig. Götze. Thomas Müller. Ribéry läuft da oben nicht. Bleibt wieder stehen. Ball von Müller auf Lewandowski. Çalhanoğlu. Hakan Çalhanoğlu. Inzwischen, glaube ich, Bender inzwischen sogar schon. Rolf ist jetzt in der Partie für Reinhardt. Ball genommen nach vorne. Rolf ist mit dem Ding nach vorne und das ist gefährlich. Neuer hat den. Macht das Spiel jetzt schnell, nimmt den Ball selbst an den Fuß. Robben fällt da, aber nur über die eigenen Beine gestolpert, sagt der Schiedsrichter. Son mit der Flanke, Möglichkeit. Hilbert. Über rechts, Rolfes. Wir müssen auch langsam mal wechseln. Komm. Wechseln wir. Wir bringen für Götze wie der Bastian Schweinsteiger dieselben Wechsel wie im Spiel davor. Ribéry raus. Dafür dann jetzt Raheem Sterling in der Partie. Wir müssen ein Lebenszeichen setzen. So kann das nicht weitergehen. Sehr offensiv. Abwehr steht dann noch. Und trotzdem machen die Leute mehr Druck. Schweinsteiger. Oder super durch die Beine gespielt. Das ist jetzt Giovanni Dos Santos. Das könnte interessant werden. Schweinsteiger. Dos Santos! Winkel natürlich zu spitz. Aber natürlich ist es wert. Manche können das. Die ziehen dann direkt aufs Tor, manche Spieler. Dos Santos in dem Moment leider nicht so einer. Da spielen sie gut, aber der Pass von Alaba. Genau, Bellarabi. Analog, Çalhanoğlu, Kießling. Jetzt könnte es mal gefährlich werden. Das ist Son mit der Hacke, wieder Son. Und da fällt er aber sehr theatralisch. Der ist ja mal richtig abgehoben nach Foul von Boateng. Ob das so ein und frei war. Klar, stellt er den Körper rein. Aber so zu fliegen, also bitte. Das ist lächerlich. Und nun das Duell. Nach dieser sehr, sehr peinlichen
Ja, Schwalbe möchte ich fast gar nicht sagen. Gießling gegen Neuer. Gießling trifft 1-0 Leverkusen. Die Führung für Bayern 04. Jetzt liegt es an uns, hier wieder was draus zu machen. Wir brauchen das Tor. Wir liegen hinten. Leverkusen aktuell wieder dran an uns. Können wieder Meister werden. Aber nicht so, Leute. So wird das nicht. Badstuber zeigt Einsatz. Super. Sterling zeigt Einsatz. Oder Müller. Super dazwischen, muss man ja sagen. Aber ist nicht gut für uns. Bellarabi. Vielleicht war das Offensive doch ein bisschen zu offensiv. Aber was sollen wir machen? Ball auf Bellarabi. Müller. Schöne Grätsche. Wechsel jetzt. Grimmitsch für Gießling in der Partie. Grimmitsch, der doch etwas agilere Stürmer! Setzt sich aber trotzdem hier im Kopfballball durch. Jetzt aber Raheem Sterling. Der Mann kann auch laufen. Schneller natürlich als Simon Rolfes. Das ist klar. Geht an allem vorbei. Das ist Sterling. Ah, das war das. Komm schon, Leute, bitte. Oh, Boateng kriegt den Ball da nicht. Son geht auch wieder an allem vorbei. Spielt da, was er will. Robben, Ball noch bei uns. Das ist Müller, das ist Sterling über links. Raheem Sterling kriegt den Ball noch. Irgendwie, aber. Totaler Angriff. Es bleibt uns nichts anderes übrig, ob wir jetzt verlieren oder unentschieden spielen. Also, wie wir verlieren, ist egal. Wir können auch gerne mit 10 zu 0 hier noch nach Hause geschickt werden. Das ist uns egal. Wir müssen einfach einen Unentschieden holen. Jetzt super, super! Sterling, Sterling, setz doch nach, Junge! Die Riesenchance für Raheem Sterling. Zum Ausgleich. Super gespielt und das Sanders und dann hält er den so flach. Eckball Robben. In die Mitte. Schweinsteiger kommt nicht rein. Natürlich kommt Schweinsteiger rein. Das ist Müller jetzt. Das ist Müller. Schweinsteiger, hol ihn dir. Rode. Nicht so. Nicht so, Freunde. Badstuber. Raheem, das ist Alaba, ne? Das ist Sterling. Raheem Sterling. Ball nochmal in die Mitte. Ball wieder geklärt von Leverkusen. Rode verschätzt sich da. Drimmitsch. Und Lahmut, wie das denn? Leverkusen unter Druck. Schweinsteiger. Müller. Das ist das Santos. Das ist Boateng. Robben, zu langsam. Leverkusen klärt nur noch. Leverkusen weiß. Das reicht fürs Rankommen. Das ist ein Sieg und wir brauchten sie nicht. Schweinsteiger, das ist Dos Santos. Ball wieder geklärt. Leverkusen haut das Ding nur noch raus. Foul an Schweinsteiger nochmal. Foul nochmal an Bastian Schweinsteiger. Arjen Robben. Arjen Robben in die Mauer. Schlecht, der Freistoß. Ganz schlecht. Ben Leno lasst sich Zeit. Weiß das was? 0 zu 1 verlieren wir das Duell gegen den Tabellenzweiten. Spannendes Spiel, Badstube. Oh, die Abwehrnoten sind ganz schlecht. Bester Mann Manuel Neuer. Das Rennen bleibt spannend. Wir können uns gleich gerne nochmal die Tabelle angucken. Unfassbar. Wichtige Partie haben wir verkackt. Haben wir richtig verkackt. Ein Sieg wäre wichtig gewesen. Jetzt gegen Augsburg im bayerischen Derby. Wir motivieren unsere Jungs nach dieser Niederlage. Schauen uns nochmal die Tabelle an und müssen sehen, dass noch 9 Punkte zu holen sind und Leverkusen 8 an uns dran ist. Es bleibt spannend, es wird spannend, Leute. Wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es gegen den Tabellen 15. gegen Augsburg geht.
Da müssen wir dann nur ein Unentschieden wieder mal holen. Es reichen uns Unentschieden. Wir dürfen nicht verlieren. Das ist wichtig. Und sehen uns dann in der nächsten Folge, Leute. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich drauf. Das wird wieder spannend. Ciao.